good. So, meine Freunde, Diddy ist wieder am Start. Herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Und im Hintergrund seht ihr einen 113:10 auf Nuketown Herrschaft mit der SKH. Richtig nice. Und heute geht es um das Thema, die 5 besten YouTuber, meiner Meinung nach, die ich in der letzten Zeit richtig aktiv gucke. Und dazu gehört auf jeden Fall an erster Stelle ein Blacktime. Das ist der Schützling von Whiskerbuster, macht COD-Gameplays, hat sich vor kurzem auch gezeigt. Also real-life-mäßig, macht jetzt auch Facecam-Videos. Und der Typ finde ich richtig nice, der ist nicht abgehoben, der spielt sich nicht auf. Das ist ein richtig geiler, normaler, neutraler YouTuber, der einfach Bock macht. Der macht richtig Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. An zweiter Stelle bei mir, das geht jetzt nicht irgendwie bester oder schlechtester oder sowas. Es geht einfach nur, dass es die 5 Stück sind für die Leute, die jetzt irgendwie rumhaten würden. An zweiter Stelle Shenzen, das ist ein Typ, der hat 5000 Abonnenten, ist auch ein COD-Kommentator, ist leider sehr inaktiv, was ich an seiner Klickszahl und seiner Abonnentenzahl jetzt nicht gerade verstehe, aber ja Gott, der ist halt leider inaktiv, was glaube ich real-life-mäßig ist, was man auch in seinen Videos versteht, also er erklärt halt, warum da, was da los ist. Ich kann ihn auf jeden Fall nachvollziehen und ja, bester Typ, hat mit seiner Mom Commentary gemacht, war einfach richtig nice, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann kommt KSI, das ist ein richtig geiler Typ, der macht FIFA und Comedy so zusammen, ist ein Schwarzer aus England, Briten Typ hier und der macht richtig Laune, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wer mit FIFA nichts anfangen kann, ne, selbst wenn ihr seine FIFA-Videos nicht guckt, ne, dann seine Comedy-Videos, also das, was er mit Auswitz macht und so, ne. Einfach nur geil. Richtig geil. Ja, wer da eigentlich keinen Bock auf... Da muss man einfach Bock auf FIFA kriegen, wenn man ihn sieht. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, an vierter Stelle bei mir ist der gute alte MB88. So, meine Freunde. Montana Black 88. Das ist ein richtig geiler Typ. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde seine Videos gar nicht so geil. Also sie sind gut und sie sind unterhaltsam, aber ich finde seine Livestreams einfach so ultra genial. Ganz ehrlich, Livestreams sind bei ihm einfach mega gewesen. Ich weiß noch, wo er in der Zeit keine Livestreams gemacht hat und ich einfach mich gewundert habe, what the fuck, kein Livestream? Also das waren so Zeiten, das war ganz schön so auf Monte hinzu. An fünfter Stelle ist der It's Mush. Mein Gott, vielleicht fliegt mir meine Maus runter. Ist der It's Mush. Das ist ein richtig geiler Typ, der ist im Sozialklar. Call of Duty, wer das auch nicht kennt. Und das ist ein Spieler, der die richtig krassen Gameplays hat. Ja, hammer viele COD-Kommentator, die richtig groß sind, nehmen immer seine Gameplays als Gast, ja, als Gast-Gameplays halt in den Hintergrund. Und der macht richtig Bock. Er hat sich auch die live gezeigt, sieht nicht schlecht aus, muss man ganz ehrlich sagen, nein, Spaß beiseite. Ist ein ganz fresher Typ. Kann man sich auf jeden Fall geben, Typ. Und ja, macht auf jeden Fall Bock. Und das waren meine 5 Lieblings-YouTuber. Muss ich auf jeden Fall sagen, das Gameplay ist leider ein bisschen kurz. Ich wollte da jetzt kein längeres nehmen, weil ich dachte, ich pack das jetzt eigentlich. Deswegen musste ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Auf jeden Fall würde ich mir sagen, check den Team Victory-Kanal aus, wo ich ja jetzt jeden Donnerstag ein Video rausbringen werde. Und ja, ich würde einfach sagen, lasst dem Video doch ein Like da. Schreibt in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt. Und ich würde einfach mal sagen, schaut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.